Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal eine ganz andere App vorstellen, die WeConnect Go App. Also nicht verwechselt mit WeConnect ID oder die WeConnect App, welche nur mit dem E-Auto funktionieren, sondern WeConnect Go App. Also da muss man ein Data Plugin, ein OBD2 Dongle, welche man von seinem VW Händler meist gratis bekommt, oder es kosten zwischen 12 und 30 Euro, da ist es dieser Dongle. Und dann kann man einige Daten vom Auto auslesen. Dies funktioniert für VW-Modelle ab 2008. Jetzt stellt sich die Frage, zahlt es sich überhaupt aus, die WeConnect Go App zu testen? Meiner Meinung nach eher nicht. Aber kommen wir zu dem Video. Warum nicht? Also, das WeConnect Go ist mehr konzipiert worden für alle Modelle mit Benzin-Dieselmotoren. Und man kann gewisse Fahrstilanalysen betreiben, man kann den Tankmonitor aufzeichnen, aber nicht wie viel man jetzt aufgeladen hat mit Strom, sondern Tank mit Benzin oder Diesel. Man kann die Fahrstil optimieren, Servicetermine vereinbaren oder Pannenhilfe, das Auto suchen im Notfall, Parkplatzhilfe sozusagen. Aber im Grunde hat man das alles und noch viel, viel mehr schon in der WeConnect App rein. Deswegen, meiner Meinung nach, zahlt es sich nicht aus. Aber kommen wir nun zum Detail im Video. Also der Data Plugin bei DEXA ist in dieser Schachtel rein. Der verbindet sich per Bluetooth. Da muss man sich eine eigene App mit WeConnect Go App runterladen und man kann sich dann verbinden. Hier nochmal die Box, wo der Data Plugin sich befindet. Data Plugin bei DEXA. Bisher hatte ich den nur einmal kurz getestet, weil ich sehen wollte, was er kann, aber von meiner Seite aus werde ich ihn, denke ich, nicht weiter benutzen. Ich habe ihn übrigens vom Händler damals gratis noch dazu bekommen. Ich denke, für E-App zahlt es sich das nicht aus. Okay, starten wir mal die Anwendung. So rufe ich die Anwendung WeConnect Go auf. Versuche mich mit dem Bluetooth zu verbinden, aber das war am Anfang nicht so einfach. Ich hatte das Gerät nicht gefunden und es lief doch einige Zeit durch, bis ich dann wirklich das Gerät verbinden konnte. Es stimmt wirklich, wie hier steht, 120 Sekunden kann das dauern. Aber es hat eher fast länger gedauert bei mir, beim ersten Mal zumindest. Ich hatte halt dann versucht, die Bluetooth-Verbindungen alle zu deaktivieren und dann neu zu starten, den OBD2-Dongle besser reinzustecken das zweite Mal, und dann ging es nach ein paar Minuten. Also, wie man hier sieht, Data Plugin authentifiziert. Man muss dann die BIN-Nummer, die am Gerät oder auch an der Schachtel ist, eingeben und dann ist man verbunden. Wie man hier sieht, Verbindung war erfolgreich. Viel Spaß bei der Nutzung von WeConnect Go. Wie gesagt, diese Anwendung ist eher konzipiert für Autos ab 2008, die einen OBD2 Zugang haben, eine Schnittstelle haben, eher für Benzin und Diesel. Für ein E-Auto, ich würde es nicht nehmen. Hier kann man einige Funktionen dann aktivieren, wie zum Beispiel, wo das Auto geparkt ist. Man kann auslesen den Kilometerstand, wie hier die 2000 Kilometer. Man kann die Batteriespannung auslesen, Ölservice, keine Ahnung, hat beim E-Auto nichts zu suchen, aber 26.000 Kilometer, noch 600 Tage, bis ich wieder Service habe, die Modellnummer, E-Motor, die Motorart,
Farben und einige Daten kann man auslesen vom Auto. Aber wie gesagt, das kann man eigentlich im Grunde auch mit der WeConnect ID oder WeConnect App auslesen. Deswegen eigentlich nichts Neues. Man kann die letzte Fahrt sehen, was man gemacht hat, aber nur eigentlich, wohin man gefahren ist, das kann man mit der WeConnect ID oder WeConnect App nicht auslesen, wohin man gefahren ist, sondern nur, eher nur kann man auslesen die Daten, was er verbraucht hat, Durchschnittsverbrauch und so weiter. Aber das interessiert mich eher mehr. Was hier vielleicht ein Vorteil wäre, man kann hier eventuell auch zwischen privat und geschäftliche Fahrten auswählen. Das wäre super, wenn Sie das in die WeConnect App einbauen würden. Man kann hier verschiedene Challenges teilnehmen, um sozusagen die Fahreigenschaft selber zu verbessern, dass man langsamer fährt, vorausschauender fährt und so weiter. Mir ist das Konzept nicht ganz schlüssig geworden. Ich habe das nach ein, zwei Tests damit belassen. Mit dem E-Auto fährt man sowieso eher vorausschauend und schaut dann eher auf Verbrauch auch. Wie gesagt, das sollte eher ein kurzer Einblick sein mit der WeConnect Go App. Ich würde es nicht weiterempfehlen, diese mit dem E-App zu nutzen. Auch beim AVW-Händler habe ich hier eigentlich keine vernünftigen Tipps bekommen. Hier sieht man die Strecken, was man gemacht hat bei der letzten Fahrt, wo das Auto gerade steht. Eventuell das hat Sinn bei Parkhaus, wenn man das Auto nicht mehr findet. Aber wie gesagt, das kann man ruhig auch mit der WeConnect App auch alles haben. Deswegen sehe ich da nicht einen entscheidenden Vorteil. Der Parkplatz sieht man hier, die gefahrenen Kilometer, getankte Liter eben, die haben da das mit dem Strom oder mit dem E-Auto nicht so eingebaut, wie es sein sollte. Deswegen ist es für E-Auto meiner Meinung nach nicht so sinnvoll. Man kann bei der Challenge auch Be Punkte bekommen. Wahrscheinlich, wenn man das Auto längere Zeit in dem Fall stehen gelassen hat, habe ich mehr Punkte bekommen. Ich für meinen Zweck nutze es sicherlich nicht mehr, wie WeConnect Go App. Ihr könnt sicherlich gerne in den Kommentaren unten eure Erfahrungen mir mitteilen. Vielleicht nutzt ihr doch die WeConnect Go App bei eurem E-App. Und ich liege da falsch, aber mir selber gefällt die App gar nicht und ich werde ich sicherlich nicht weiter benutzen. Es gibt nicht allzu viele Daten, wie man ansonsten für ein Elektroauto hier auslesen kann. Gut, im Grunde war es das schon. Hier nochmals, ich hoffe, soweit hat euch das Video gefallen. Es gab euch einen kleinen Überblick, was WeConnect Go kann oder was vor allem es nicht kann. Und gerne beschreibt eure Erfahrungen in den Kommentaren. Ansonsten, ich würde es nicht weiterempfehlen. Das ist jetzt mein Fazit. Okay, das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-App auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.